Sehr gut, Holzdoppeln. Sehr gut. Dieses Viech schaut mich so seltsam an. Ich glaube, es will was von mir. Hast du ein paar Innereien vielleicht? Um Gottes Willen. Es versucht auf das obere Deck zu fliehen. Das ist ja wirklich abgehauen. Alter, was? Oh je. Sekunde, ich bin jetzt verwest, ne? Oder ich kann mich jetzt nicht heilen. Du hast nur Säure. Okay. Du bist ermutigt. Okay. Okay. Jetzt, ich hoffe mal, das Vieh holt jetzt nicht Verstärkung oder macht die ganzen Eier da oben auf. Günther, ihr hättet nicht zufällig Lust, da mal schnell hochzuschauen? Hätte ich das? was soll's, bis ich beim Gegner bin, vergeht ja erstmal so viel Zeit. Ich versuche es zu verfolgen und herauszufinden, wo es hin will. Kümmert euch in der Zeit um die Viecher. Mhm. Möp, möp. Ich stelle mir gerade vor, wie cool das ist, wenn das so auf dieser Knochenwitwe so ein Skelett reitet, wo so eine dicke Hupe ist und da drückt man auf die Hupe so. Möp, 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 möp. So, dann gehe ich mal nach oben. Ich schau mal, was dieses. Wo dieses Viech hin ist. Nicht, dass es da oben Unfug anstellt und Verstärkung holt. Hm. Okay. Unangenehm. Trotzdem schubst mich jetzt noch so an. die wird wahrscheinlich nicht mehr dran sein. Könnte knapp werden. Überleg ich mir aus. Ah, Blut. Ja. Sehr gut. So, okay. Mein Freund. Sehr gut. Ah. Das macht auch überraschend wenig Schaden. Ja gut, 2 bis 3. 2 bis 3 Schaden. Vielleicht irgendein China-Importer-Skill? Nee. Jetzt macht es mehr Schaden. Einfach hat nochmal 4 Nullen rangehängt. Jetzt passt das. Kardemon, könnt ihr mir noch irgendwas mitgeben auf dem Weg nach oben? Was? Wie bitte? Ich hab's gerade nicht verstanden. Könnt ihr mir noch irgendwas mitgeben auf dem Weg nach oben? Könnt ihr mir irgendeine Rüstung mit... Ja. Ich will das Vieh verfolgen. Okay. So, ich kann dir... ich kann dich einfrieren für eine Runde, aber ja, das bringt dir sehr gut. Genau das habe ich gebraucht. Magenrüstung kann ich leider nicht geben. Nein, du bleibst hier. Gut, dann sollte das reichen. Passt schon. Warte, warte, warte. Ich könnte noch mal den machen. Na gut, das hilft. Ja, mehr kann ich dir aber nicht mitgeben auf dem Weg. Los, Kardemon! Oh. Tja. Ich stell mich mal hinter dich. Zack.
Erstmal. Oh! Ach, shit, jetzt hab ich. Ah, Mist, das bringt jetzt nichts mehr. Ah, ich esse mal einen Apfel. Okay. Mh, Bratapfel, sehr lecker. Okay, also. Ja. Du musst noch hoch, ne? Ja, ich kann ja so direkt nicht, das muss ja quasi dann. Also, du willst nach oben ich gehen. Ich bin nach oben, genau. Ja, dann lassen wir erstmal unseren Storyline spielen, ich geh aufs Klo. Nee, das geht nicht, wir müssen hier den Kampf erstmal. Genau, ich muss das mit den Zähnen wahrscheinlich erst. Dann geh ich erstmal aufs Klo. Ja, shit. Bis gleich. Oh, er reißt doch auf den Zügen. Ach, nö. Billo, ey. Besser als gar nichts. Verfehlt, das ist nichts. Ich weiß nicht, ob es so clever war, dass Utwin jetzt hochgegangen ist. Wahrscheinlich nicht. Scheiße, Mann. Ich weiß nicht, wie schnell die Rüstung da ist. Gestört wurde. Hallo, ich hatte es. Okay, ja, das. Gar nicht mal was hier. Wieso bin ich denn jetzt eingekommen? Weil das verfluchtes Eis ist. Oh, Mann. Der Boden ist Sla-Eis. Sla-Eis, okay. Alter. Boah, was? Oh Gott, er war ein kritischer Treffer? Okay. Er hat gekrittet. Oh, Mann. Jo. Dann brauchen wir vielleicht doch mal eine kleine Notlösung. So, los, meine Blume. Hungrige Blume. Okay. Ach so, Moment, das war ja. Ja, gut, okay, geht. Naja, mal trotzdem. Und dann war es jetzt doch wieder clever, dass er sich eingefroren hat. Ja, war komplett geplant. Hab ich schon so vorausgesehen, dass das passiert. Alter. It's a problem. Oh, lol. Ja, na super. Ich war verwiesen. Ernsthaft? Ja. Das ist jetzt ganz schlecht. Das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, da ist kein Blut. Nee, das war die Fähigkeit von dem Vieh gerade. Tja. Ich hab Black Screen. Oh lol. Hast du auf jeden Fall gut getroffen? Habe ich beide getroffen? Ja, aber nur einer brennt, weil der andere noch magische Rüstung hat. Scheiße. Hast du nicht zufällig eine Schriftrolle? Na, die kann er jetzt nicht mehr verwenden. Das drei Punkte. Später dann. Ich hab keine Wiederbelebung. Toll! Warte mal, machen die Viecher magischen oder physisch. Okay, außer sie machen bitte irgendwas anderes. Kann vielleicht noch eine Runde überleben. Warte mal. Ja, stimmt. Wieso triggert das nicht?
Wieso triggert Frühaufsteher nicht? Das hat mich eben schon gewundert. Ich habe das letztens extra geskillt, dass ich anstatt mit, keine Ahnung, 50% Leben 100% habe. Wieso triggert das nicht? Ich hätte eigentlich Full Life haben sollen. Du wurdest doch gar nicht wiederbelebt. Ja, doch, ich hab den Tod abgewehrt und dann müsst ihr doch eigentlich wieder voll leben. Nee, das gilt nur, wenn du so jetzt wie jetzt tot bist und dann resurrected wirst. Das geht nicht mit normal, echt? Nein, das, weil das nicht als Wiederbelebung gilt. Okay. Du, wenn du jetzt mit einer Schriftrolle wiederbelebt werden würdest, dann hättest du wieder Full Health. Ach so, okay. Ja. Also musst du hier dieses Skelett da, diesen toten Skelett einmal haben. Das ist jetzt ganz unoptimal. Yep. So, wieder da. Ich sehe tote Menschen. Was? Das läuft nicht so gut. Echt? Haben die zwei Viecher euch so überwältigt? Ja, weil sie auch plötzlich halt ein bisschen mehr Schaden gemacht haben. Nee, die haben von Anfang an, also das habe ich ja sofort korrigiert. Keine Sorge, die waren von Anfang an OP. Das kam ich ja später. Ich bin verwest. Arsch. Wenn ich verwest bin, brauche ich gar nicht versuchen, mich zu halten. Das weißt du, vorhin, das sagt der, der halt so seine Gruppe im Stich lässt, einfach wegrennen. Na, ich dachte mir, okay, die sind zu dritt. Wenn ich zwei, den zweien da unten überlasse und ich verfolge den einen, der geht. Du hättest ja auch. Yoshi, du brauchst dich nicht zu beschweren. Du warst derjenige, der auf die Idee gekommen ist, dass ich hinterher laufe. Ja, du machst ja auch noch. Ich kann ja auch wieder zurückkommen. Na, so, sag mal einfach mal von der Story, ich habe ihn nicht mehr verfolgen können, der ist zu schnell weggeflattert und ich komme wieder runter. Das wäre sowieso gleich vonnöten, weil wir gleich beide tot sind. Ja. Deswegen kannst du ja rufen. Ich meine, das Rufen müsste man ja hören. Du bleibst ja auf dem zweiten Deck. Und so weit bist du ja nicht weg. Ja. GG. Ist der andere jetzt gestorben? Oh, nee, Kai. GG Nore. GG Nore. Ja! Gut, ihr beide seid gestorben, dann springen wir jetzt zu Utmen. Dann gehe ich jetzt aufs Klo. So, zack, zack. Hast du nicht eben gemeint, du bist wieder zurückgekommen? Ja, das war bevor er... Nee, der ist weggelaufen jetzt. Okay. So, Entschuldigung. Ich verfolge ihn, nein, ich gehe doch zurück. Das ist ja nicht realistisch. Ich hätte ja nicht gedacht, dass die beiden so keine Chance haben. Aber ganz ehrlich, hätte ich dann einen Unterschied gemacht? Gut. Ja, möglich. Ich weiß halt nicht, was ganz ehrlich gesagt mein Rüstungsersetzer war. Das ist das Nekrofeuer, was schon wieder 300 pro Runde gemacht hat, oder? Nee. Das war. Na gut, damit. Von dem einen Ziel eine Fähigkeit. Damit meine. Mal geschossen, halt destructed. Ja, um die 900 Damage schon wieder macht? Knapp 1000 oder was? Ist ja das viel. Ja. Oh Mann, das wird jetzt nicht. Aber dafür halt keine Health Damage, das hat eigentlich nur die Rüstung gekillt. Ich hab so die ganz böse Vermutung, dass ich das Duell auch. Selbst im Duell ist schwierig haben werde. Aber ich muss das Vieh jetzt besiegen, damit der ganze Spaß nicht umsonst war. Ha. Boah. Was? Ich frag mich nicht, wie ausweicht, Digga. Das alle Chancen kriegen, die ich nehmen kann. Ja. Oh, das ist warm, ey. Ja, hier auch, ey. Der Ventilator liegt schon auf mir drauf, ey. Gut. Aber meine CPU, Bruder, wobei jetzt aktuell geht sie eigentlich wieder. Ventilator bläst schon so mit in den PC rein. Ich kannte irgendjemanden, der das glaube ich mal gemacht hat, dann sogar noch zum extra Kurve. Hallo. What? Tschüss Rüstung. Das war was für 1000 Rüstung. Ja. What? Ja. Und so endete das also. Ich kann auch nicht mal mehr. Ich bin ja sogar noch entwaffnet. Ja. Lauf, Utwin, lauf! Ja. Ja, jetzt schon wirklich sehr viel Schaden gemacht, ne? Das war jetzt die gesamte Rüstung. Und die Säure ging sogar noch durch und hat mich doch entwaffnet. Mit einem Schlag.
Ich frag mich echt, warum wir überhaupt auf Rüstung gehen, wenn jedes Vieh. Ich meine, es ist ja nicht mal irgendein starkes Vieh. Gegen die haben wir ja schon gekämpft und plötzlich machen sie das mit einem Schlag. So, wieder da. Ja. Das war auch tatsächlich gar nicht geplant, dass der so viel Damage macht. Ich weiß auch gar nicht, woher der eben einmal kommt. Ich glaube, deswegen ist der Kampf da unten auch da in die Hose gegangen, oder? Ja, weil sie dann einfach nicht so viel Schaden gemacht haben. Das ist es ja. Genau das ist es ja. Sorry, aber. Ja, aber das damit rechnen. Aber das habe ich gar nicht hochgesetzt. Ich habe nur deren normalen Nahkampfangriff hochgesetzt. Von den Fähigkeiten da habe ich gar nichts angepasst. Das war nicht auf einmal. Das war. Ich meine, dass sie um die 300 Schaden gemacht haben, das ist ja okay pro Schlag. Und dann kommt ein Skill und dann macht es auf einmal über 1000. Es war ja nicht mal Crit. Ich hätte es ja verstanden, wäre es ein Crit, aber. Das kann man nicht verstehen, diese Leere. Ja. Ich weiß nicht, wer das ist. Nein, der Udwin haut euch jetzt schon raus, alles gut. Ja, dann viel Spaß. Yoshi verlässt das Projekt. Ja. Ja, das ist Discord. Warte. Das gibt es doch nicht! Hallo! Läuft richtig! Ja. Warte mal, 185 physische Rüstung. Ich muss mir erstmal den hier nehmen. So. Ich meine, die waren schlimmer als der Golem. Ich habe gedacht, der Golem ist. Ja, das war auch gar nicht so geplant. Irgendwas ist ja auch komplett mega strange. Also diese Fähigkeit, zu der Rüstung nehmen zum Beispiel. Ich weiß, wie viel Rüstung die nimmt? Ja, alles. Ja, aber das ist ja ein fester Wert. 31.000. Ja, dann ist er. Moment, nee. Ich kann ja nicht den Schaden von Fähigkeiten einstellen. Man könnte meinen, das war eine Vorhersage, als vorhin drei Schaden durchkamen und ich hab gesagt, mach doch 4 Nullen dran. Das ist überraschend nah rangekommen an den Wert jetzt. Aber Vincent hat ja zwei Wiederbelebungsschriftrollen in seiner Tasche, die kann ich ja dann durchwühlen und ihn wiederholen. Wenn mich dann nicht gleich zwei von diesen geifernden Viechern unten erwarten, sobald ich runterkomme. Genau. So, warte, ich müsste bei denen jetzt bei eben ganz kurz einmal nerven. 185 physische Rüstung. So. Ja. So. Ja. Wir könnten übrigens ein Best-of-Zusammenschnitt machen, wie Yoshi sich mit dem Spielleiter streitet. dieses random Balancing macht mich wahnsinnig langsam. Was mal übrigens, die Idee habe ich übrigens schon länger gehabt, Koga. Kennst du dieses, Die wird ja immer gerne für dieses Meme genommen. Diese eine da in dieser gelben Weste, die so in den Himmel schreit mit dem No, als hier Donald Trump Präsident geworden ist. Und genau die brauchen wir als Vorlage. Wir photoshoppen da Yoshis Gesicht drauf einfach. Ich dachte eigentlich, es ist mir ganz gut gelungen, hier so mit den Viechern hier in dem Schiff so. Die habt ihr eigentlich ganz gut geschafft. Das war eigentlich gar nicht intended, dass sie so krass sind. Ich weiß auch nicht, was hier wieder schiefgelaufen ist. Die haben auch keine krassen Werte oder so, dass jetzt irgendwie Intelligenz auf 100 oder so gesetzt ist. Und jetzt krieg ich dich. Aber das müsstest du doch in der Beschreibung sehen, wenn irgendwas abnormalen Schaden macht. Das müsste, wenn du drüber hoffst, doch immer dastehen, wie viel Schaden das macht. Merlin, schick mir das Meme mal, das kann ich gleich für die Folge verwenden, wo wir auf der Benta-Brücke sind, wo es das erste Mal diese große Diskussion gab wegen den Beschwörungen. Ja, genau, für die Benta-Brücke habe ich mir das auch gedacht, dass es für dieses ist. Wo der Titel auch heißt, großer Beschwörer Nerf, und dann siehst du bloß so Yoshis Gesicht mit dem Naaaaaa so in den Himmel einfach nur. Ideal. Ich glaube, ich mach sogar noch so ein passendes Gesicht. Ja, genau, du müsstest am besten noch so ein passendes Gesicht aufnehmen dafür. Das Vieh konnte nichts machen, jetzt legit. Neues. Was passiert denn bei einem Ding zu weit weg? Keine Ahnung. Hui! Und noch, nicht noch einer mehr kann ich nicht. Was? Ich hab. Das sagt jetzt das Vieh so, ne? Was? Ja, weil ich drück auf Angreifen, es läuft drin zu und läuft weg. Der Kampf könnte jetzt ewig dauern, aber wenn wir keine Fähigkeiten einsetzen würden, sind unsere Standardschläge, weil wir sowohl ich als auch das Vieh heilen uns mit Angriffen. Aber so ewiges Hin und Her. Die heilt sich nicht so krass.
Also wir erhalten nicht so viel, wie du Schaden machst. Ne, ich fände es bloß lustig, wenn es darauf hinauslaufen würde. Naja, ja. Ja. Jetzt sind wir wieder auf 0, aber... Ich glaube, da fehlt eine 0. Das hat keine 10.000 Damage gemacht. Ja. Also vorne hat das eine 0. Geil. Irgendwann ist es echt, kommt dieses Killer-Huhn an. Ey. Wir lachen das so aus und machen so 10.000 Schaden. Oh Mann. Du machst dich über mich lustig, ja? So. Uiuiui, ja. Ui, okay, ja, jetzt ist das. Und jetzt. Ende! Bonito. Jetzt müsste ich verfehlen, ey. Er hat den Tod abgewehrt. Nee, nee. So, ich sehe jetzt die Leichen nicht, ich komme einfach wieder runter. Ja. So, Leute, ich habe das Vieh verfolgt und töten können. Es wird nicht mehr Hilfe rufen. Seinen toten Kameraden. Ja, ich bin ja gerade am runterlaufen, die Treppe, ich sehe sie gar nicht. Oh, hi, du bist aber nicht Kardemon, auch wenn du fast so aussiehst. Was hast du mit ihnen angestellt? Wow. Es ist erstmal nur dieses eine. Habt ihr das andere Vieh getötet, oder? Das andere Vieh ist tot. Ja, das andere Vieh ist tot. Also es ist ein neues Duell, okay. Ich muss es auch mal eben nerven. 494. Okay, das andere ist noch voll. Na gut, dann lassen wir es einfach so, dann hat es sogar noch weniger. Dem hat er es auch weg. Vor allem macht er nicht. Der macht doch 600 Schaden, oder? Weil es ist ja diese 152 mal 2, weil pro Schlag, also pro Faust, macht er das ja zweimal, habe ich gesehen. Die Schadenszahlen kommen immer zweimal aufgeploppt. Kann es deswegen sein, dass es so übertrieben war vom Schaden? Bin mir nicht sicher. Nee, das Problem war nicht der normale Angriff. Das war, weil diese rüstungsnehmenden Fähigkeiten aus irgendeinem Grund, obwohl jetzt ja nicht irgendwie Intelligenz oder so, wovon die ja nochmal zusätzliche Stärke bekommen, irgendwie hochgesetzt war oder so, 31.000 Schaden gemacht haben. Das war ja, aber ich weiß ja nicht mal warum. Also. Ja. Keine Ahnung, das ist genauso komisch wie mit dem Maximalleben, was auf einmal irgendwie komplett rumspinnt. Nein! Oh Mann, verklickt, scheiße. Dafür habe ich eben verfehlt. Aua. Obwohl, hey, ich habe ja Rüstung. Wo kommt der hier? Ja, nur nach dem Kampf blättert sie wieder auf, ne? Du hast da oben den Kampf gewonnen und da hat sie wieder aufgeladen. Gigi. Gigi. Ui, der war schön. Hat sich's gleich nass gemacht, das Ding. Aua. ja. Schön verkrüppeln, wenn's so auf dem Boden liegt. Wenn ich's treffe. So, jetzt. Oide. Und Ende. Der Crit hat wehgetan. Ja. So, Leute, ich würde euch ja gerne jetzt einmal Wasser rüberschütten, um euch aufzuwecken, aber ich glaube, das ist nicht mehr notwendig. Moment, ich glaube, Vincent hatte doch Wiederbelebungsschriftrollen bei sich. Warte mal, ich leg die mal kurz aus dem Wasser raus. Ja, bevor die noch nass werden, ne? Ja, nee, weil ich zum Beispiel Kardemon, den erwische ich gar nicht mehr hier. Was ist denn Kardemon? Also ich sehe, lustigerweise, die beiden sind jetzt hier, aber... Ja, du musst dann das andere anklicken, du musst das leuchten. Kardemon wurde einfach so stark zerstört, er wurde einfach desintegriert von den Viechern. Da ist noch nicht mal meine Leiche oder sowas da. Ja, der ist hier schon, der Kardemon. Ich kann ihn nur nicht aus dem Wasser ziehen, aber der ist schon da. Ja, hast du die Rollen genommen? Rede ich jetzt mit dem toten Vincent, ja? Achso, du kannst die jetzt wirklich nicht nehmen, also musst du Pfister machen. Ja, also Pfister müssen wir, glaube ich, reinnehmen. Ich glaube, ich kann nicht von dir einfach nehmen. Kannst du mich nicht looten? Nee. Was für eine Ironie. Da liegt was. Er ist so ein Anti-Loot-Zauber ist noch aktiv, ne? Einmal Vincent. Ah, das ist echt ärgerlich tatsächlich mit dem Frühaufstehen. Das ist echt ärgerlich. Ja, Kardemon. Den kannst du nicht anwählen, ne? Oh. Nee.
Yeah. Ah doch, ah jetzt, ah okay. Ja, ich nehme die Virus. Oh, ich fühle mich wieder so... Mit was ist passiert? Also Leute, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, ich habe das Vieh umverfolgen können. Die schlechte ist, ihr seid hier unten wahrscheinlich gestorben. Aber das wusstet ihr wahrscheinlich schon. Wussten wir? Ich glaube, ich kann mich gar nicht erinnern. Dankeschön. Ja. Hä? Wohin gerade? Ich habe irgendwo Loot gesehen. Was? Bitte? Was? Ich dachte eben, das Brett kann man da hochheben und da ist Loot drin, aber ne, doch nicht. Okay. Schätze meinte ich natürlich. Schätze. Weißt du, das waren wahrscheinlich auch so, als Vincent gestorben ist, so seine letzten Gedankengänge, die durch seinen Körper geflossen sind. Verdammt, in dem Schiff gab es doch noch so viel zu looten. Nein. Und wer ist schuld? Lorian, weil er die ganze Zeit nichts macht, ey. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Der kriegt wahrscheinlich noch vollen Lohn die ganze Zeit. Das erinnert mich an die Story von dem einen Typen, der 36 Jahre lang, glaube ich, Lohn kassiert hat und man dann erst gemerkt hat, dass der niemals auf die Arbeit gekommen ist. Weil man ihm, glaube ich, irgendwie... Der hat irgend so einen Bürojob gemacht, wo niemals jemand gecheckt hat, dass er nicht da ist. Und nach 36 Jahren wollte man ihm zum Jubiläum irgendwie gratulieren oder so. Und dann hat man erstmal gecheckt, Moment mal, der Typ war nie da. Was? Wie kann man das nicht? Okay. Es gibt so einige so weirde Stories. Bestimmt Angestellter von Apple oder Microsoft, wo es eh niemandem auffällt, wenn da einer fehlt. Ja, wahrscheinlich, Leute, wirklich sowas in die Richtung. Hier gibt's noch Bier. Ha! Ja, Mensch. Der nächste Händler, den ich treffe, welcome to Looters Paradise. Der nächste Händler wird sich doch freuen. Ja. Endboss für Yoshi ist Martin Luther King. Ich spüre eine magische Präsenz unter Deck. Oh? Hinter dieser Tür. Das ist ja mal ein echt beschissener Ring. Ich nehme trotzdem. Eine magische Präsenz. Okay, warte. Mit diesem Ring würde ich nicht mal meine Toilette dekorieren. Ich rieche noch Knoblauch. Moment. Was? Oh, das rieche ich doch durch zwei Türen durch. Durch meine nicht vollkommene Nase. Aber hier. Ah. Alter, das gibt's echt nicht. Kartoffeln. Knoblauch. Ja, gucke mal eine an. Alter. Ja, wenn wir mal so kurz vorm Tod sind, weißt du, das ist ganz schön. Das Geiste, was ich mir gerade vorstelle, stell mal vor... Seife! Oh mein Gott, ich hab Seife gefunden. Ach, stell mal vor, du stehst wirklich vor diesen vampirischen Kreaturen und du nimmst erstmal voll die so einen ganzen Knollen Knoblauch und beißt da voll rein und die Viecher hauen dann plötzlich vor dir ab die ganze Zeit. Haha, komm doch her. Ja, das war intended, mit dem Knoblauch hättet ihr die one-hitten können. Aber wie denn? Also ganz ehrlich, man hätte ja gar nicht an denen vorbeigekonnt. Hä, wie kann ich diese Tür öffnen? Ja, siehst du, da kannst du durch. Ho, ho! Oh, lol. Okay.